Hey Leute, was geht ab? Heute gibt es Hirsekringel von Hip. Mit der Firma Hip hatte ich auch schon Kontakt, nur leider erinnere ich mich nicht mehr daran, weil da war ich natürlich ein Kleinkind. Ich glaube, das ist das erste Hip-Produkt seit Ewigkeiten. Gut, vielleicht habe ich mal aus Scheiß irgendwie mal so Baby-Snacks probiert oder sowas, aber ich weiß es nicht mehr. Bewusst habe ich Hip schon seit über 20 Jahren nicht mehr konsumiert. Ich erinnere mich noch an einen Abend als Kind. Da hatten wir eine Babysitterin da und ich habe dann gesagt, ich möchte unbedingt dieses Hip-Glas essen, weil ich konnte da irgendwie noch nicht so gut lesen oder gar nicht lesen. Und dann habe ich gesagt, ich will das essen, ich will das essen. Hat sie es mir gegeben und ich war dann irgendwie in der Annahme, dass das ein Fruchtmus oder sowas ist. Und dann war es aber irgendwie pürierte Karotten oder sowas oder püriertes Fleisch. Naja, also hier haben wir die Hip-Hirsekringel. Die sind aus 100% gepuffter Bio-Hirse. Also der Bio-Trend und vegane Trend, der geht natürlich jetzt auch in die Babynahrung über. Das ist ja ganz klar. Das hier ist jetzt ab dem 8. Monat und da steht der kindergerechte Getreidesnack zum Knabbern. Hip-Hirse-Kringel sind aus 100% gepuffter Bio-Hirse, Bio-Mais und Bio-Reis hergestellt und schmecken natürlich herzhaft. Durch ihre besonders babygerechte, luftig-leichte Struktur löst sich das Knabberprodukt schnell im Kindermund. Hip-Hirse-Kringel sind ganz ohne Zucker und Salzzusatz. Das ist ja schockierend. Und besonders bekömmlich. Aufgrund der länglichen, runden Stangenform können die Kleinen die Hip-Hirse-Kringel selbst festhalten und lernen so das eigenständige Essen. Mann, die 8-monatigen Kinder, die sollen doch Messer und Gabel benutzen. Ein herzhafter, milder Knabberspaß für zwischendurch und unterwegs, für Babys und die ganze Familie. Ach, für die ganze Familie. Hm. Ohne Zucker oder Salzzusatz. Glutenfrei. Also, langsam werde ich da verrückt, Leute. Das gibt's doch nicht. Jeder Scheiß ist irgendwie glutenfrei. Aus Bio-Hirse mit Bio-Mais und Bio-Reis. Ohne Zusatz von Aromen. Die besonderen Hip-Zutaten. Bio-Getreide, in Klammer Bio-Reis, Bio-Vollkornhirse, Bio-Mais. Und 100 Gramm haben 386 Kalorienumdrehungen. Wichtig für Ihr Kind, Verschluckgefahr. Hirsekringel grundsätzlich nicht im Liegen geben. Ich stelle mir so ein Kind vor, wo die Eltern dann so, das Kind liegt da und die Eltern schmeißen da die Kringel rein oder was. Bitte beaufsichtigen Sie Ihr Kind beim Knabbern. Achten Sie auf regelmäßige Zahnpflege ab dem ersten Zähnchen. Ja. So, und gekostet hat der Spaß 85 Cent. Ist also nicht sehr teuer. Allerdings ist auch nicht so viel drin. 30 Gramm. Und es ist noch ein Dreivierteljahr haltbar. Und ein süßer, süßer kleiner Elefant ist da drauf. Der isst bestimmt den ganzen Tag Hirsekringel. Kennt ihr den Film Seven Samurai? Ich erinnere mich an eine Szene aus dem Film, das ist ein Klassiker, schwarz-weiß, uralt, aber der ist echt gut. An eine Szene, da sagen die, wir haben leider kein Geld für Reis, wir müssen die ganze Zeit nur Hirse essen. Aber heute, mit dem neuen Bio-Trend und vielen Ballaststoffen, die man heutzutage zu sich nimmt, ist die Hirse wieder im Kommen. So, machen wir das mal auf hier. Ohne Salz und ohne Zucker. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das schmeckt. Oh, riecht aber geil. Also riechen tut's gut. Ja, schmeckt wie Mais, wie diese Maisflips, die es gibt. Die Puffuletti, die habe ich ja mal probiert, ne? So schmeckt es, bloß ein bisschen kerniger, ein bisschen herzhafter.
eben durch die Hirse. Das ist ja auch noch Vollkornhirse. Ja. Ah, Mais ist auch drin. Und Reis auch, ja. Am meisten schmeckt es nach Mais, finde ich. Mhm. Also viel ist da nicht drin, ne? Aber ist auch für kleine Kinder. Bringt ja auch nichts, wenn die drei Dinger essen und man schmeißt dann die ganze Packung weg, ne? Also ich würde sagen, die schmecken ganz gut. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, ne? Ohne Salz und ohne Zucker. Aber man wünscht sich irgendwie dann doch noch einen Dip oder sowas dazu. Also ich könnte mir die gut vorstellen, so ganz komische Idee jetzt, wenn man Fondue gegessen hat und man will danach noch was knabbern, so diese Dinger nehmen und dann in verschiedene Soßen reindippen, das wäre bestimmt geil. Naja. Okay Leute, das war's schon. Die Dinger sind eigentlich sehr gut. Ich denke mal, dass Kleinkinder, die noch nicht so starke Geschmäcker gewohnt sind, das auch wahrscheinlich gerne essen. Und die wollen das vielleicht auch gar nicht so überwürzt, wie wir Erwachsene das essen, vor allem ich. Und dann kann ich nur noch sagen, ciao Leute, macht's gut, abonniert mich, wenn ihr weitere komische Lebensmittel rezensiert sehen wollt. Und dann gebt mir einen Daumen hoch, wenn ihr möchtet. Und bye! Ich will das essen, ich will das essen. Ich will das essen, ich will das essen. Ich will das essen, ich will das essen. Wichtig für Ihr Kind, Verschluckgefahr. Ich will das essen, ich will das essen. Wichtig für Ihr Kind. Ich will das essen, ich will das essen. Wichtig für Ihr Kind. Ich will das essen, ich will das essen. Verschluckgefahr.